Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es ein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh fuck, da ist er. Verrückter Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad? Ich brauche Verbindung zur Leitstelle. White Horse an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch, den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt, over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Brad? Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brad, hab verstanden. Das schickt jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Das kann heiter werden, Freunde.
Okay. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Grundgütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Naja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Eine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Und damit ein herzliches Willkommen zu Far Cry 5, Leute. In Montana. Bei einem Sektenkult beim Sektempfang. Freundlicher Empfang. Oh, Marshall. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Was können dieser Leute hier rein? Rookie, folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, na los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Ruhe, nein, scheiß drauf. Joseph Seed, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Nein, Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Drücke Enter, um den Vater zu verhaften. Okay, dann wollen wir mal. Manchmal ist es das Beste. Es gut sein zu lassen. Macht schon richtig coolen Eindruck. Leider sind die Zwischensequenzen sehr leise. Ich kann das leider nicht ändern. Und jetzt müssen wir ihn hier rausbringen, den guten Joseph. In Montana. Der hat hier eine Sekte gegründet, zufälligerweise. Und die anderen Bürger haben was dagegen. Marshall, geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Wir lassen das nicht zu. Rookie.
Alter Schwede. Die haben wohl was dagegen, dass wir ihren Vater mitnehmen. Läuft echt super, also. Heieieiei. Damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Far Cry 5. Wow, ich freue mich. Auch wenn das natürlich jetzt nicht der perfekte Auftakt ist, muss man mal sagen, ja. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die... Alter Schwede, abgeschnallt und jetzt wird gelaufen. Oh, Backe, ich krieg richtig einen auf den Deckel schon. Ich schüpfe mal ein bisschen. Heilige Scheiße. Okay, die Sektenführer meinen's ernst. Der Sektenführer vielmehr und seine Lämmer, sie meinen es noch ernster und wollen uns läutert die Sünder schreien. Sie sollen brennen und was weiß ich was. Und ich laufe um mein Leben. Liegt hier irgendwas rum noch, was wir benutzen können vielleicht? Geil, zufällig einen Ast gefunden. Okay, ich renne mal lieber weiter. Grafisch sieht das richtig, richtig gut aus. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ziemlich lange Anfangssequenz. Ich bin der Sarazar und wir werden Far Cry gemeinsam zocken. Oh, Entdeckungsanzeige. Kennen wir ja. Schleichen und so weiter. Können wir auch noch einen Takedown ausführen. Und hin und her. Dann will ich mal ganz kurz hier in Deckung gehen. Wo geht's denn hier eigentlich noch lang? Hier geht's ja noch runter. Da vorne ist ein Gegner. Seht ihr den? Den Schlingel. Den wollen wir uns holen. Geh in die Hocke und bleib unauffällig.
Ja, ich könnte... Ah, okay. Ist vielleicht noch einen anderen Weg hier lang. Müssen uns natürlich auch immer gut umschauen, dass wir nichts übersehen und nichts verpassen. Und das wird mir noch zuhauf passieren. Dafür bin ich altbekannt. Das war ein Hinterhalt. Er ist tot. Okay, mal gucken, wie er hoch kann. Geil. Hier ist ein Rohr. Ein fettes Rohr. Und damit gebe ich dem jetzt einen auf den Sack. Man hört doch Jeff. Genau die Tastatur. Meine laute Tastatur. Ich entschuldige mich dafür. Aber sie ist kultig. Und jetzt hier. Takedown. Bam. Aua. Gibt Kopfschmerzen. Der hat eine Knarre, ne? Geil. Okay. Körper bewegen. Können wir den jetzt hier wegschleifen? Mega. Okay. Ich will den mal hier ablegen, den guten Mann. Leg dich nieder. Was gibt's hier noch? Basie. Auch nicht schlecht. Irgendwas habe ich den jetzt ausgetauscht? Oder habe ich jetzt einfach was anderes mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ja, Ast brauchen wir nicht. Dann nehmen wir lieber Basie mit. Basie ist besser als Ast. Also... Macht der Gewohnheit. In den Filmen ist das immer deutlich besser. Hier noch ein bisschen Pistolero. Warum nimmt er die nicht? Ich will die Pistole nehmen. Kann ich die jetzt nicht mehr nehmen? Hat er die Munition schon gegönnt sich? Okay, das kann natürlich sein. Schöne Pistole, ne? Okay, jetzt renne ich einfach mal weiter hier runter. Mal gucken, was sich so ergibt. Wie gesagt, ich habe es nur ganz kurz mal angezockt und habe selber noch gar keinen Plan so richtig, worum es geht. Aber ihr könnt auf meinem Kanal auch die anderen Far Cry-Teile gucken. Oh! Hallo? Hier ist Bert. Hallo? Ich habe Sie verloren. Ich sehe einen Wohnwagen in der Nähe. Deswegen meiner langen Brücke. Ich versuche mal da reinzukommen. Falls da draußen noch jemand ist. Falls noch jemand lebt. Okay, ich mache zwei Gegner aus, würde ich mal behaupten. Die hat er jetzt auch schön markiert, das ist praktisch. So, hier runterklettern in Ruhe. Und ich würde sagen, jetzt seid ihr gefragt, schalten wir die aus oder probieren wir die zu umgehen? Schreibt ausschalten oder umgehen in die Kommentare. Ihr seid gefragt, wir machen das heute ein bisschen interaktiv. Hallöchen! Ich mache die Facecam jetzt gerade noch aus, weil es jetzt hier sehr storylastig ist. Umgehen, umgehen, kommen die ersten rein, okay. Ausschalten. Ausschalten, ausschalten, ausschalten. Ausschalten, ausschalten, ausschalten. Ich glaube, ausschalten gewinnt gegen umgehen. Okay, dann machen wir mal unsere ersten Schussversuche. Ich muss mich auch erstmal die Steuerung gewöhnen und alles. Wir spielen übrigens auf dem PC. Okay, der hat Kopfschmerzen und der auch. Okay, da sind aber noch andere gekommen. Oder? Ich hätte doch gerade wer beschossen, oder? Da, warte, guck mal da. Bam. Oh, von der linken. Okay, da oben, das ist gefährlich. Da müssen wir ja weg. Die haben wahrscheinlich auch deutlich mehr Reichweite. Komm, wir rennen hier weiter. Guck mal, da vorne ist noch einer. Denkt der kann sich im Gebüsch verstecken oder was? Ich kann die auch plündern, sollte ich natürlich machen. Hier war noch Gewehrmunition. Ich lasse die anderen jetzt aber liegen, weil ich glaube, da kommen jetzt mehr Feinde, die hinter uns her sind. Okay, wir haben sie ausgeschaltet, Leute, wie ihr es wolltet. Okay. Weiter geht die Reise. Da vorne sollen wir den Marshall im Wohntrailer treffen. Bin ich auch mal gespannt. Okay. Ich dachte, dich hätte erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Oh Herr Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen.
Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay, shh. Okidoki. Wo kommen sie denn da? Von da vorne aus dem Wald gekrochen kommen die Viecher. Zack. Heiliger Bimbam. Die sind aber wirklich fanatische Sektenanhänger. Ja, und dieser Joseph, den wir gesehen haben, der Vater, wie die den nennen, Vater. Oh, Vater. Der ist halt ihr Anführer. Oh, Kacke. Steuerung, erst Hilfset benutzt. Das probiere ich mal aus. Ich habe gerade zufälligerweise eins zur Hand. Zack. Junge, Junge, das sind aber verdammt viele. Muss man hier die Kultisten? Oh. Wie kommen denn da noch? Verdammte Scheiße. Hier muss doch irgendwas sein. Guck mal hier. Zack. Oh. Die schießen auf unseren Kollegen. Lass die Kacke sein. Hier können wir noch irgendwas in die Luft jagen. Zack. Nachladen. Ich komme. Da war ein Schlüsselchen. Türe, geh auf. Verdammte Tür. Ich bin an Bord. Gib Gas, Junge, gib Gas. Hier kann ich mich übrigens herausnehmen und Luft genießen. Oh. Habe ich im Fuß geschossen. Pam. Sehr geil. Bist du okay? Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Festhalten. Okay, gib Vollgas, Junge. Okay, den Nummerns, komm. Adiosso. Erste Hilfe-Set. Schnell. Nimm dein erste Hilfe-Set. So, schön. Okay, dem gibt weiter Vollgas. Boah, falls es wen interessiert, wir spielen übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Was hat er gesagt? Dynamit? Okay, das war noch nicht so gigantisch, aber fast. Bam! So muss das laufen. Okay, das mit dem Dynamit muss ich noch lernen. Okay, rein in die gute Stube, erste Hilfe-Set. Heilige. Alter, wie viele sind das denn? Direkt hier zum Start. Boah. Ja, aber nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Oh oh. Alter Schwede, ohne Rücksicht auf Verluste hier. Hey, okay. Irgendwie überleben. Ich will jetzt nicht zu weit meinen Kopf hier rausstecken, weil wir haben nicht mehr so viel Leben, ne? Und einmal kurz hier rausgepinselt, dann ist das auch schon ganz schnell vorbei, du Arschloch. Oh, ich bin so gut wie tot. Boah.
Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur einer nicht. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Ah, danke für die Rettung. Und ich habe eh nichts gegen neue Klamotten. Also, muffelt ja das Zeug. Guck mal, die Stiefel. Man sieht die Stiefel vom Charakter. Ein, aber nur. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh, da ist er. Da war der andere Fuß. Hier können wir uns auch noch ein paar Gummistiefel reinziehen, wenn wir wollen. Sieht ja richtig schnieke aus, hier seine Behausung. Rancher. Und er scheint dagegen diese Leute zu agieren, gegen die Sektenmannschaften da, die gegen uns sind und die uns verfolgen und die uns Böses tun wollen und pipapo. Vielen Dank übrigens an die ganzen Donations, die ich nicht vorlesen konnte, wegen der Story jetzt hier und den ganzen Zwischensequenzen. Danke für euren Support und vielen Dank für die neuen Follows und die Daumen nach oben. Vielen Dank, wenn es euch gefällt, haut doch mal einen Daumen nach oben. Nachher wird auch noch der Benny hinzustoßen, dann spielen wir da sogar kooperativ. Also, jetzt aber erstmal den Anfang hier so und ein dickes Danke geht noch und natürlich noch, wie geht's meiner Essiggurke Walle? Majoran, Dankeschön, mein Lieber. So, und ich wechsle mal die Klamotten. Oh, bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Na, das ist doch mal was. Was können wir denn jetzt hier machen? Guck mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare gerade schreiben. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 7 und 8, ne? Ja, der Assault-Smiley ist auch wieder am Start und der wünscht uns allen einen super schönen Tag und ich hoffe, du hast einen noch viel besseren, denn, ne, der Assault-Smiley, das ist ein ganz lieber, der hat einen Heiratsantrag in einem unserer Streams gemacht und das ist natürlich eine ganz besondere Sache. Ganz liebe Grüße an dich, schön, dass du bei Far Cry dabei bist hier. Okay, da schreiben jetzt ganz viele Leute ganz viele Zahlen rein. 6 ist sehr gut im Rennen. Die 6 findet ihr gut? Die sehen sich ziemlich ähnlich, ne? Ja, der ist ganz gut. 5 ist auch nicht schlecht. Die 6 ist, glaube ich, 6 oder 1. Sag mal, Benny, kannst du mich hören? Ich weiß nicht, ob der Benny mich schon hört. Ah, der kann mich. Sag mal, weißt du noch, welches Gesicht du gewählt hast? Ich glaube, die 6. Okay, dann nehme ich die nämlich schon mal nicht, weil sonst haben wir denselben Charakter. Aber die wollten mal bei zweitmeistens 1 oder 3. Okay, ich glaube, dann nehmen wir die 1. Ja, den haben wahrscheinlich fast alle. Wir sehen unseren Charakter ja sowieso nicht. Aber wenn man da mal so durchskippt, dann nehmen wir hier den. Nehmen wir die 1, oder? Och Mensch, Benny, ey. Der Benny immer wieder, ne?
Der ist sorry, ich hab halt den gleichen Geschmack wie ihr, das war der coolste. Okay. Ich nehme einfach mittleren Hautfarbton. Oh, jetzt könnt ihr noch so noch Haare kriegen, oder was? Ja, auf jeden Fall den Fukuhila, oder? Nee, Leute, mach ich nicht. Obwohl, eigentlich ist es ja egal. So sieht uns ja eh nur der Benny, ne? Was gibt's denn hier für Frisuren? Ja, der Benny ist übrigens auch dabei. Herzlich willkommen an dich, Benny, mal hier am Start gerade. Skyline, hallo. Dankeschön auch an dich. Ja gut, die zweite Frisur ist schon die beste, oder? Würde ich mal sagen. Finde ich die am coolsten. So, die Haare, braun ist okay. Hast du den blond oder braun gemacht, Benny? Ich habe blond und die Nummer 4, glaube ich. Ah, okay. Nicht die Nummer, nee, Nummer 6 da. Oder Nummer 8 oder was ist das? Ja. Habe ich überlegt. Okay, dann nehme ich den braunen. Ich nehme mal so. Okay, das ist die endgültige Bestätigung. Unser Charakter wird geboren. Oh, jetzt können wir hier noch Oberkörper und was weiß ich was alles machen. Das ist ja auch sehr nice. Das können wir bestimmt später noch wechseln. Mit so einem America-Ding. So ein richtiger Redneck-Dude, ne? Ist ja eh ein sehr interessantes Setting. Bin ich gleich nochmal wirklich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Hier seht ihr auch noch, können wir die Unterkörper, hier die Kopfbekleidung. Kann er sich eine Cappy zulegen? Finde die Sachen, die er standardmäßig anhat, fast am besten, wenn ich ehrlich bin. Aber da können wir mal passen zu der Hose. Ach so, wie kann ich das denn anziehen? So. Ja, das funktioniert doch. Und Hände? Ah, Handschuhe? Hast du Handschuhe gewählt, Benny? Ich habe diese Verbände genommen. Die sahen böse aus. Ey, hier sind auch so Totenkopfhandschuhe. Die sind eigentlich ziemlich fresh, oder? Das Skelett. Was sagt ihr, was für Handschuhe? Die Skeletthandschuhe? Oder diese anderen? Yves, dankeschön! Fukuhila ist kultig. Ja. Deswegen dürfen wir den Fukuhila am besten gar nicht anziehen. weil der gehört zum Kult. Zum Sektenkult. So. Okay, ich mach mal hier Skelett geht ab, Skelett. Skelett ist irgendwie billo, finde ich auch. Komm, wir nehmen einfach schwarz, so. Die Nummer 2 hat der Benny. Der Benny, der kommt gleich rein, der kommt gleich dazu. Der hat das alles schon gespielt und der kommt gleich. Und damit wir auch ein mega krasses Gameplay hinlegen, Leute. So, ich würde sagen, das ist cool, oder? Sieht irgendwie. Die Handschuhe sind irgendwie ein bisschen komisch, oder? Die meisten Leute sagen auch die Verbände. Ich nehme die einfach auch, oder? Ja, komm. Oder die Fürten, sagen auch viele. Schwarz ist sexy, komm, dann sage ich das. Die schwarzen Handschuhe schreiben auch. Ich lasse jetzt die schwarzen Handschuhe. Sind das die schwarzen Handschuhe? Ich hoffe doch. Sie sehen ein bisschen bläulich aus, aber egal. Okay, ich bestätige das jetzt. Wir gehen weiter. So, rede mit Judge. Ja, und für die, die vielleicht auch interessiert sind und gar nicht genug von Far Cry kriegen können, ihr könnt Far Cry Primal, Far Cry 4 und Far Cry 3 alles bei mir im Kanal sehen. Oh, was geht denn jetzt ab? Hallo! Sollen wir loslegen? Hey, Dutch, ich wollte mich noch ein bisschen umschauen hier in deiner Bude. Ich war gerade... Cool. Geiler Schallplattenspieler. Oh, was ist das denn hier Nettes? Jacob Seed, der Soldat. Der älteste der Gebrüder Seed. Also, es sind Gebrüder. Oh, der John Seed ist auch dabei. Oh, wer ist das denn? Faith. Die Sirene. Und der Joseph. Der gute Joseph ist natürlich der Obermackermatz hier. Das ist der Joseph Seed. Ja, Seed heißt so viel wie Samen. Wahrscheinlich der Samen des Bösen. So, Junge. Was geht, Dutch? Danke für die Rettung. Der Dutch. Der ist Holländer, glaube ich. Sieht man das jetzt? Naja. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Cool, der hat was im Safe.
Ich mache das Spiel übrigens noch einen kleinen Tacken, da habt ihr tatsächlich recht lauter. Ich hoffe, dann ist es nachher nur noch gut, wenn es geballert wird, weil muss es leider ein bisschen leiser machen. Die Dialoge sind stellenweise nicht wirklich laut, weil ich glaube, so ist es ein bisschen besser, damit das Verhältnis auch passt. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Okay. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Man kann leider nicht die unterschiedlichen Soundsequenzen unterschiedlich laut einstellen, also Dialoge, Musik und Pipapo. Das mache ich eigentlich immer gerne beim Let's Play. Dann mache ich die Dialoge weiterhin sehr laut und das Gameplay dann aber nicht so laut. Hier ist alles ein Block. Wo der hier wohnt, ne? So, können wir uns da noch irgendwas anschauen, was Schönes? Ich meine, ich gucke mir ja bei Let's Plays immer gerne viele Sachen an. Und dieses Spiel freue ich mich dann, auch das nachher mit Benny dann gemeinsam weiterspielen zu können. Ich glaube, das wird sehr lustig. Was gibt's denn hier noch? Ja, wenn ihr solche Sachen lesen wollt, am besten nachgucken oder Pause drücken. Ich lese jetzt hier nicht alles vor. Dad, ich habe deine Nachricht erhalten. Wir sprechen uns bald. Okay, ist das der Sohn vom Dutch? Dem Holländer, wenn der so heißt. Wahrscheinlich ist es einfach sein Name. Erinnert doch ein bisschen an Red Dead Redemption. Könnt auch bei mir im Channel sehen übrigens. Dem Dutch. Brief vom Hope County Chronicle. Okay. Lieber Mr. Roosevelt. Warum Präsident? Und lustigerweise, Wild Wild West gibt so eine Doku im Moment auf Netflix, die handelt auch von so einer Sekte, habe ich mir jetzt letztens reingezogen. Passt dazu irgendwie, auch wenn das ein ganz anderer Ablauf war. Erste Hilfe ist halt immer wichtig. Hier ist ein Funk-Walkie-Talkie. Hey, der ist ja mega gut ausgestattet hier für den Angriff. Guck mal, was passiert. Okay, ich gehe mal weiter. Ach ja, war schön hier. Was ist denn hier noch? Ja, lass mal checken. Boah, geile Waffen. Können wir aber nicht nehmen. Können wir noch was lesen hier? Ein weiterer Brief? Oh, plündern lohnt sich auf jeden Fall. Aber den Brief will ich nicht. Plündern will ich. Ich lese nicht, aber plündern ist gut. Okay, das war sein Waffenraum scheinbar. So, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Eli, bist du da? Okay, nee, keine Ahnung. Er sucht immer noch. Boah. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Schönes Aquarium. Kriegst ein bisschen Leben hier noch. Und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst. Und pass auf dich auf. Hier können wir auch nochmal plündern. Da sind die Taschen voll. Genau, ihr hört manchmal meine Tastatur, bekannt auch als Jeff. Jeff, die mechanische Tastatur. Die ist, hat schon einen Fanclub in der Community. Okay. Was haben wir hier noch? Da ist auch nur noch der Zettel. Also dann haben wir das meiste, glaube ich, hier abgecheckt, oder? Besondere Informationen gab es jetzt hier nicht, aber ich will jetzt auch nicht direkt wieder hier rausspazieren. Ich will mir noch ein bisschen, wollte ich mir das hier umschauen, mich so ein bisschen. So. Ach, guck mal, eine Schaufel. Die gönne ich mir. Waffenrad. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit bla aus und okay. Und du, oben findest du Seitenwaffen, unten, oh, Wurfgeschosse. Okay, da probieren wir das doch mal. Ah, cool, Wurfmesser. Wollte ich schon immer mal haben. Beste Waffe. Schaufel geht auch klar. Das ist doch super. Freue ich mich. Heute mal mit Schaufeln unterwegs. Was liegt hier? Hä? Ach so, hier. Das ist nur ein Rohr. Was lasse ich dafür droppen? Gar nichts. Kann ich so nehmen. Cool.
nehmen wir das dann noch mit. Wir haben unseres sind wir nämlich losgeworden scheinbar. Was hier noch schön ist, können wir uns die Hände waschen. Ein bisschen Desinfektionszeug schadet nie nach so einer Metzelei von irgendwelchen Kultisten. Okay, Leute, raus hier. Boah. Wie hell ist das denn? Wie hell ist das denn? Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Er nimmt Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Vielen Dank für die Information. Super. Also, da sieht man mal aufgeteilt, das sind so die vier Eckpfeiler des Spiels offensichtlich. Die Mission, die wir abschließen müssen, ähnelt natürlich den vorherigen Far Cry Teilen, ganz klar. Und wir mit unserem Rohr hier unterwegs. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Dutch out. Mach's gut, Dutch. Okay, jetzt sieht man auch mit M, sieht man eine Karte und wir sind hier auf so einer Insel. Hier ist ein Sektenschrein. Luke Nuke Klinge, Dankeschön. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bin gespannt. Das wird sicherlich noch einiges hier. Das ist Dutch Region, die gute vom Dutch. Die gute Region sozusagen. Und auf den Benny treffen wir erst später. Also unseren kooperativen Mitspieler. Und ja, das hat ein bisschen Ähnlichkeit, wurde gerade auch in die Kommentare geschrieben. Bei Twitch und bei YouTube übrigens wird das live gestreamt. Oh. Sie hatten ihre Chance, etwas beizutragen. Warte, kann ich die nicht so umnetzen? Töten Sie schnell, wenn es soweit ist. Wo versteckt sich der Deputy? Ja, das war doch viel besser. Und nicht so viel Krach gemacht. Bitte, du musst mir helfen. Es ist immer noch voll, wenn ich, auch wenn ich hier. Okay. Ja, ja, ich helfe dir schon. Du hast mir den Arsch gerettet. Hau lieber ab. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Ja, geilo. Okay, neues Prepper-Versteck entdeckt. Versunkene Schätze. Es geht nichts über ein bisschen Bastelarbeit. Kein Mensch braucht Anleitungen. Und an den Etienne geht natürlich auch ein dickes Danke raus. So, und wir klettern jetzt hier mal hoch. Heute wird es übrigens zwei Streams von Far Cry geben. Wir werden auch heute Abend streamen. Oh, guck mal, wie detailliert das alles ist, oder Leute? Jetzt komme ich mir irgendwie ein bisschen so bei den Ewok-Wäldern bei Star Wars. So, und ich war ja auch schon, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ich war ja schon in der Nähe von Montana, genauer gesagt in Colorado, auch eine wunderschöne Landschaft. Habe ich auch Vlogs gedreht, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr auch auf meinem Channel gucken. Genau wie die ganzen Gameplays zu den anderen Far Cry Teilen und noch vielen weiteren Spielen. Und wer nichts verpassen will, zum Beispiel wie den Stream später oder die Videos später, die dazu noch erscheinen zu Far Cry, kann den Channel natürlich völlig kostenlos abonnieren. Und das Ganze gilt natürlich für Twitch wie auch für YouTube. Und an dieser Stelle auch noch Dankeschön für alle, die es gefällt. Gerne einen Daumen nach oben hauen. Das freut uns immer. Dann unterstützt ihr nämlich dieses Projekt auch ein bisschen. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Guck mal hier, schöne Pflanzen werden hier getrocknet. Der ist ja richtig nett hier, also der Detailgrad ist schon mega, oder Leute? Hey, nette Bude hast du. Ich hab meine Reifen schon jahrelang. Flicken ist eine Kunst für sich. Also sehen die aber raus, deine Reifen. Wo sind deine Reifen eigentlich, hä?
Welchen Reifen redet ihr? Ich habe noch ein schönes Telefon. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Oh, das sah nicht gut aus. Und danke geht raus in den Majoran, Alter. Bis bald. Leider Nachtschicht. Ich hab mit allem interagiert. Ja, ja, ich spiele, soll sich das nochmal anhören. Der Widerstand befreit die Insel. Okay, es geht weiter. Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte gerade. Wir haben jetzt ein bisschen mehr entdeckt. Das Prepper-Versteck. Coole Musik übrigens, ne? Geht ja voll ab direkt. Und rechts ein Wegpunkt, da will ich hin. Zum guten alten Prepper-Versteck. Okay, da springe ich lieber nicht runter. Ich habe so meine Erfahrung gesammelt mit so Abgründen und so. Also ich muss sagen, es sieht mega, mega geil aus bisher. Die Grafik ist schon wirklich atemberaubend. Ich hoffe, bei euch läuft alles gut. Ton okay und alles ist super. So, und hier ist dieses sogenannte Versteck. Muss mich natürlich noch ein bisschen zurechtfinden, auch hier. Wie gesagt, Spiel selber zum ersten Mal. Oh, hey Mike, ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Oh, vielen Dank an Chris. Alter, du Verrückter. Was geht bei euch? Grüße gehen raus an Bidu, Fabi, Jerry, Lukas, Dieter, Lucy, Jan und Rossi. Na, ganz liebe Grüße zurück. Also, ja, wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist. Ach, Bootshaus, da machen wir auch gerne Party. Aber der ist abgeschlossen und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen. Also überlasse ich es dir. Okay. Der ist Bootshaus, okay. Alles klar. Versunkene Schätze, Leute. Begib dich ins Boothaus, finde einen Weg da rein. Das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. So, ich gehe mal tauchen. Pfeile haben wir da gefunden. Sehr schön. Oh Gott. Ich kann ja gar nicht lange tauchen. Was? Das ist alles? Was hat der denn? Wie lang kann der in die Luft an? In 10 Sekunden oder was? Habe ich so viel Sea of Thieves gespielt, ey? Weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, was hier. Ah, ne, komm, da können wir, glaube ich, nichts gönnen. So richtig. Komm hier. Bevor er wieder rumschnabelt. Ja, soll ich da nochmal rein oder was? Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas gesehen? Ob da noch was Geiles drin war? Kann ich ja die Leute jetzt live fragen. Also ein bisschen Muni haben wir bekommen und so. Weil ich weiß nicht, ob da noch mehr geiler Shit drin war. Alles unter Wasser irgendwie, ne? Sollen wir mal darüber gehen? Ja, wir könnten den Raum abpumpen. Hier können wir auch... Können wir rein, ne? Da können wir hier... Genau, gute Idee. Ah, der Strom ist ja, da müssen wir echt noch hier alles verbinden. Konnektare. Sag mal, Benny, wann kannst du eigentlich hinzustoßen? Hörst du mich, Benny? Ja, ich höre dich. Du meintest ja irgendwas vom Turm oder so, ne? Genau, wenn du nochmal auf die Map schaust, du musst quasi nur diese kleine Insel, auf der du jetzt gerade drauf bist, da alle Punkte abschließen. Okay. Und da am Ende ist so ein Funkturm, auf den man klettern muss. Haha, wie immer in Far Cry. Und ab dann kann ich hinzustoßen. Okay, also, perfekt. Ja, hast fast geschafft. Ja, ich muss jetzt nur noch hier irgendwie was... Kann man diese Hütten kann man aber nicht rein, ne? Diese kleinen irgendwie.
Doch, in diese, ich hab's ja schon gespielt vorhin, kommst du übers Wasser, kannst du reintauchen. Ach geil, und da ist dann auch ein Schlüssel. Genau, da ist ein Schlüssel und du kannst da einen Schalter umlegen, um oben eine Pumpe zu aktivieren. Mhm. Nochmal den kleinen Weg. Das ist der Schlüssel, von dem er geredet hat, ne? Ja. Genau, und da ist dann ein richtiges Versteck mit ganz vielen Waffen. Jetzt frage ich mich natürlich, welche Hütte du meinst, aber ich denke, es ist die kleine gemeint. Die am See, also die auch an den See gebaut ist. Von da kannst du über den See von hinten reintauchen. Ah ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sehr schön. Komm hoch, Junge! Ach, ein erstes Hilfeset, das ist ja praktisch. Was hast du genommen, Ruder oder Schaufel? Ich glaube, ich habe immer noch die Schaufel. Ich glaube, die macht doch mehr Sinn, oder? Oh Gott. Sieht aber nicht so geil aus hier mit dem Strom. Anja, danke schön! Sie schreibt, der Sarazan mal weiter so. Okay, jetzt kommen wir hier natürlich auch nicht wieder raus. Von innen jetzt auch nicht auf. Ist hier irgendwie noch was drinnen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da können wir wieder rausplatscheln, Leute. Ja, sorry für den Spoiler gerade. Ich weiß auch nicht mehr, keine Sorge. Benny, ey. War jetzt aber nicht schlimm, fand ich. Also das war jetzt wirklich halb so wild. Okay, jetzt müssen wir theoretisch hier abpumpen können, weil der Strom wieder geht, ne? Let's go. Genau. Aber ich habe da drin auch nichts Geiles gesehen. Aber jetzt taucht da bestimmt was auf, was ich voll übersehen habe. Was richtig Geiles, Leute. Da bin ich mal sehr gespannt. Oh. Geil, Kohle. Die kann man trocknen. Kein Problem, Leute. Kein Problem. Aber wie geil das aussieht alles. Hier war jemand beim Jagdausflug. Das wäre der erste Fisch. Oh, nee, das brauche ich nicht. Ich nehme die Schaufel weiterhin. Pam! Boah, ich habe versunkene Schätze abgeschlossen. Gewehrmunition, Pistolenmunition ist voll, Leute. Alter, was habe ich denn da für einen geilen? Ich habe so einen geilen Bogen. Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stell den Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Aber, oh, das ist doch nicht besser, dieser Bogen, oder? Bogen oder Sturmgewehr? Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Würde mich mal interessieren. Ich gucke mich hier in der Zeit weiter um. Was ist da unten? Noch voll viel Kohle, ey. Boah, geil. Herstellung. Stelle Molotow-Cocktails und Sprengstoffe im Waffenrad her. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Und benutze, okay, um ein Feld auswählen. Bogen, Benny. Was hast du genommen? Hast du den Bogen genommen oder ein Sturmgewehr? Nö, aber kannst du doch mal testen. Dann nehme ich den Bogen. Aber ich bin ja, muss ja erstmal klarkommen, ne? Sturmgewehr ist natürlich einfacher. Okay, ich probiere mal, wie ich jetzt herstelle. Huch. Oh, nicht genug Komponenten. Ist ja eine Unverschämtheit. Na gut, dann brauche ich jetzt eh nicht. Molotow brauche ich jetzt eh noch nicht alles. Ah, komm, dann nehme ich den Bogen mit, Leute. Ihr habt so gewollt. Schade, dass man nicht beides mitnehmen kann. Finde ich sehr traurig. Täuscht mich sehr. Das Spiel spiele ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe eine Schaufel, das wiegt es wieder auf. Deswegen ist alles okay. Okay, geil. Geiles Versteck gefunden. Jetzt gehen wir gegen Süden, Leute. Mal gucken, ob der Benny da irgendwo rumrennt. War natürlich alles Funkverbindung vorher. Die Ranger-Station. Benny, kannst du mich hören? Over. Ja, wir haben ja beim Funkturm Probleme. Beeil dich. Over. Komme gleich. Ein paar Probleme. Over, out. Okay, wir können es kaum erwarten. Over and out. Werde vielleicht jetzt sterben. Over and out. Nein, halte durch. Roleplay ist jetzt da, genau. So machen wir das. Wir machen jetzt Roleplay. Alter, wie viele sind das denn?
Die ist nur schlafen gegangen. Geil, ich kann hier aufs Dach gehen. Okay, da kommen zwei. Yeah! Und die Ranger-Station haben wir mit dem Bogen befreit. Nice! Ich finde, dieser Bogen ist ja saugeil. Silver Lake Conservation Area. Die Ranger-Station ist unser, Leute! Yeah! Ganz geil gemacht alles bisher. Also ich muss sagen, bisher überzeugt mich das Spiel doch sehr. Ich hoffe euch auch. Ihr habt Spaß. Sektenaußenposten hier beim Sektenempfang in Montana. Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Hilfe auf Abruf. Story-Mission. Begib dich zum Angellager. Ja, schauen wir uns erstmal noch kurz hier um. Wie finden wir noch was Nettes? Aber der Bogen hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Haben wir gut abgestimmt. Beziehungsweise ihr, das war ja eure Erscheinung. Der Soundtrack auch geil, ja. Ich mag das eh, die Mucke, die sie immer in Far Cry wählen. Das machen sie gut. Oh, wer ist denn das? Hey, Alter. Coole Mucke aus ihr. Ich kann dir gar nicht genug danken. Oh, cool. Hilfe auf Abruf. Der zentrale Funkturm. Ich mache noch Hilfe auf Abruf. Da gehe ich noch hin, bevor ich dann den Benny. Psst, Benny, bin ja noch unterwegs. Meld mich gleich zurück. Psst, over. Psst, okay, beeil dich bitte. Psst, over. Okay, das ist eine tolle Nachricht. Der hört seinen Anrufbeantworter. Yeah. Bisschen dancen. Kann ich dem was klauen? Nee, er will sich nicht bestehen lassen gerade. Cool, der hat einen Computer. Okay, Leute, ich marschiere mal raus. Am besten ist die Mucke von Far Cry 3 auf den Drogenfeldern. Ja, das war Skrillex, ne? Geiler Track auf jeden Fall. Von Skrillex gewesen. Aber hier die Musik auch sehr cool. Probier mal, ob ich von hier oben irgendwie hin kann. Zack, das ging ja geil ab. Oh, meine Fresse. Genau, würde ich auch sagen, Kleine. Pam. Leute, der Bogen ist der Knaller. Wir sind übrigens ein Deputy, also einer von der Polizei halt, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der halt eigentlich den Sektenanführer Joseph Seed hier gefangen nehmen sollen. Und das Ganze ist komplett eskaliert. Bitte rette mich. Vielen Dank, Deputy. Oh, ich wollte nicht die Waffe wechseln, ich wollte ihn befreien. Unser guter Bogen. Er ist ja doch so schön leise, ne? Oh, wir können ihn sogar anheuern. Du hast die richtige Wahl getroffen. Ich habe jemanden zum Team hinzugefügt, Benny. Jetzt kommt der hier mit mir. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Wurfgeschosse. Oh, ich muss mir auch ermahnen, dass die Leute plündern. Ja, wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Wachsam bleiben. Keine Sekunde nachlassen. Benny? Ja? Hab einen Kompan getroffen hier. So ein Kollege, der hilft mir gerade noch. Wir treffen uns gleich. Keine Sorge. Over.
Sehr gut, Verstärkung können wir gebrauchen. Over. Psst. Und hier wird gerade in die Kommentare geschrieben, ja, der Bogen ist ja echt in jedem Far Cry gut. Benny natürlich hier irgendwo in der Nähe. Oh. Hilfe auf Abruf, Steuerung. Drücke G, um einen Hilfe auf Abruf einen bestimmten Ort zu bewegen, okay. Drücke G, um deine Hilfe auf Abruf zu befehlen, die anvisierten Gegner anzugreifen. Wir lassen ihn jetzt einfach mal sterben. Dieser blöde Tölpel. Greif an. Dieser Bogen. Da ist einer in den Wald abgehauen. Okay, jetzt muss ich mich zurückziehen. Ach, das ging ja schnell. Der hat die alle wegrasiert, oder was? Cool, danke. Die Forschungsstation ist geräumt, sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Hier ist doch noch irgendwer, oder? Ich weiß, wie das hier enden wird. Scheiße, noch eins, Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Na, machen wir doch glatt. Du bist ein Engel. Vielen Dank. Echt jetzt. Vielen Dank. Kein Problem. Das gönnen wir uns. Das nehmen wir uns auch alles mit. Und was hat er hier noch liegen? Nix. Okay. Noch ein Brief. Sektenschrein. Die Ernte hat begonnen, Leute. Die Ernte hat begonnen. Fürs Eden's Gate. Eden's Gate, das so nennt sich die Sekte selber. Dann haben wir das auch geklärt. Okay. Jake Jones ist bei mir, ja. Das ist ein guter. Der gute Jake Jones. Der darf dann gleich wieder zurück zu seinem Anglerplatz, da, wenn der Benny nachher kommt, wenn ich dir auf den treffe irgendwo. Okay, jetzt müssen wir wieder zurückrennen nach da vorne. Der Bogen und das Superbow ist natürlich auch am Start immer im Halfter, Leute. Gar kein Thema. Wir sehen sich ein bisschen ähnlich, schreibt Nutella Girl. Schreibt die Serie alle gleich aus. Sehen sich tatsächlich ein bisschen ähnlich. Wo ist Jake Jones? Jake. Komm, guck mal, wie der angetrabt kommt, unser Guter. Der Jake und der Jeff. Oh. Feindgesichtet. Ob ich den... Nee, der ist zu weit weg. Ja, wir müssen irgendwie näher rankommen. Psst, Benny? Psst. Ja? Soll ich die Typen auf dieser kleinen Insel fertig machen oder direkt zum Funkturm durch? Psst, wo die Kirche ist. Psst. Over. Bald am besten alles aus, was du kannst. Psst, over. Psst, alles klar. Jetzt haut er doch tatsächlich ab, der Schweinepriester. Okay, probier rüber zu schwimmen. Guck mal, da sind Fische drin und alles. Ich hätte mir die Feinde noch vorher markieren sollen. Furz vorher vor allem. Hey Jake, Vorsicht, Mann. Lass dir nicht unsere Deckung auflegen. Komm, nimm den Bogen in die Hand, du Hans. Noch am Schwimmen, ne? Bin unterwegs. Was denn da los? Na, komm schon. Von hier, nee, kann ich nicht kriegen. Der ist ja in irgendeiner Deckung. Okay, ich weiß nicht, wie viele da noch sind. Gerade war noch einer bei dem Gebäude da. Findet den Störenfried! Oh, den ist im Run zu treffen, ist natürlich schwierig. Erfrischte und gierig nach mehr. Unterwegs! Deckt mich!
Denn ihn erledigt? Bam! Arrivederci! Oh, wir haben keine Pfeile mehr, verdammt. Hier ist auch noch irgendwas Geiles, oder? Was? Stinkt aber gewaltig. Meinst du, da kann ich einfach hinrennen? Oh, ich habe ein bisschen Angst. Oh, das benebelt. Hoi, hoi, hoi. Hey, Jake, alte Socke. Hui. Kurz mal dahinter. Ist bestimmt was hier hinter, oder? Nee. Kann ich das einfach in die Luft jagen vielleicht, ne? Okay, probier was. Probier's mal. Geh mal von der Seite. Geh doch mal zur Seite. Ich hab dir Bescheid gesagt, Mann. Komm wieder hoch, Alter. Es tut mir leid. Okay, diese Dinger können wir also alle zerstören. Dann habe ich schon mal. Sollte ich den eigentlich auch noch zerstören? Das müssen wir den Insekten schreien hier. Geht's aber erstmal zum Funkturm. Nur noch einen Pfeil haben wir. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Soll ich eigentlich die Waffe wechseln, ne? Komm, ich wechsle die Waffe. Wir müssen uns von dem Bogen trennen, Leute. Wir müssen uns leider von dem Bogen trennen. Der gute Jake, ne? Der hat auf die Nase bekommen. Erste Hilfe-Set war ja auch noch geil. Und die nehmen wir jetzt mit. Tut mir leid, Bogen. Es tut mir leid. Er hatte den Bogen überspannt. Und dann musste ich mich von ihm trennen. Okay, weiter geht die Reise durch diesen kleinen Bach. Wie geil das aussieht. Hammer. Schön detailliert auch bisher alles. Also nicht einfach so dahin geklatscht. Ich wusste, ich hätte den Job in Boston eingebaut. Okay, jetzt sollen wir hier die Antenne aktivieren vom Funky-Funkturm. Tun wir hier mal durch den Schlitz. Niemand da? Niemand zu Hause? Jakey, was sagst du, Jake? Ah. Okay. Falls wer Höhenangst hat, der macht jetzt lieber die Augen zu. Jetzt unser erster Funktor. Oh, hier gibt's ja sogar Möwen. Hier oben. Oh, cool. Haben sie so einen kleinen Scherz darüber gemacht, dass man in den vorigen Far Cry immer auf die Türme klettern musste, also stellenweise. Und die dachte auch nicht schon wieder Funktürme, nicht schon wieder. Die haben es aber auch nicht so wie bei den Aussichtspunkten in Assassin's Creed so geil verbunden mit diesem Synchro-Ding. Bei Assassin's Creed ist das halt immer voll episch, hier ist es auch ganz cool, aber nicht episch. Okay. Yo! Benny, kannst du mich hören? Yo, was geht? Funkturm wurde aktiviert. Empfange Gegenfunk. Ich kriege jetzt ein starkes Signal rein. Sehr gut. Dann können wir jetzt durchstarten. Ich erkläre dir, was ich so höre. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Hope County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitehill Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen, der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitehill-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith, ihr kleine Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Na, das ist aber nett von ihm. So. Okay. Der Nebel sollte sich bald
bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Ey, ich wollte da runterrutschen. Aber jetzt passiert irgendwas. Zwischensequenz, geheimnisvoll. Wer weiß das schon? Ach, Scheiße. Oder? Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Howland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich möchte befreit werden. Ja, ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. Erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Oh ja, das sah nicht gut aus. Um sie stand es nicht mehr so top, sag ich mal. Okay, Seilrutsche benutzen ist hier oben irgendwie noch was. Das sieht ja schön aus. Aber ich glaube, hier wollen wir nicht. Jungspund, ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Da vorne ist Falls End. 2800 Kilometer weit entfernt. Kilometer vor allem. So! Zapadabadabada, tip 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 tip. Oh, nice. Psst. Benny? Ja? Was geht? Ich glaube, dieser Jake hat sich verabschiedet. Ich habe jetzt diesen Funkturm hier aktiviert. Over. Okay, dann können wir uns jetzt treffen. Over. Was muss ich dafür machen? Over. Okay, es reicht. Wir brauchen eine Lobby. Okay, ach, da bist du ja. Direkt geil. Ich sehe noch ein bisschen verschwommen gerade. So, da ist er. Du siehst ja echt. Yeah. Ja, Schnieke, Benny. Auf jeden Fall, ey. Da ist er. Wärst du nicht durchgeschlagen? Hast du überlebt? Ja, bisher ging's ganz gut, aber ich hatte mit ganz schön Gegenwehr zu kämpfen hier. Jetzt müssen wir nicht mehr mit Over und Out reden. Okay, nee. Pass auf. Also, es gibt jetzt hier folgende Mission. Zum einen müssen wir hier nach Falls End. Wo ist denn das hier? Boah, das sieht ja richtig geil aus. Die Karte ist schon riesig, Alter. Da werden wir noch 1000 Jahre entdecken können. Und wenn ihr mitentdecken wollt, dann könnt ihr sehr gerne. Guck mal, hier unten ist das. Falls End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Mary May out. Geil. Okay. Die Mary May wäre auch dabei. Bist du auch dabei? Ich bin dabei. Alter, dann lass uns aufs Boot springen und hier einen Bootstour machen. Jo. Bist du drauf? Ja, super. Wow. Halt dich fest, Alter. Wenn ich fahre, war meist nie. Was sind das denn hier für Leute? Die brauchen Hilfe, habe ich das Gefühl. Vielleicht hilfst du denen mal, Benny. Ja, schießt die mal alle tot. Hä, wohin schießt du? Wohin schießt du? Ich bin im Wasser. Ja, was machst du?
willst mich verarschen? Hätte er die jetzt noch mit 2-3 Headshots wegzimmern können? Ich hab den voll oft getroffen. Ja? Keine Ahnung. Der wollte nicht sterben. Ich glaube, die Geisel war im Weg. Ich denke, ich habe die Geisel getroffen. Was für ein geiler Start, ey. Komm hier. Weißt du, komm hier. Es war ein Fehler, ins Wasser zu springen. Man kann sich da nicht wehren. Oh. Okay, hier geht's nochmal runter. Okay. Hallo, Benny. Hallo. Mega. So. Ja, läuft doch ganz gut eigentlich, ne? 1A. So, spring hier rein. Spring ins Bötchen. Da, wo rennst du denn hin, Junge? Komme, ich habe ein anderes Seil benutzt. Ah. Wir haben jetzt keine Info darüber, wie das Spiel hier skaliert, wenn man zu mehreren ist. Also die Schwierigkeit. Ja, das wissen wir auch nicht, stimmt. Allerdings. So, jetzt ich spring lieber jetzt mit raus. Wenn wir jetzt nochmal hier, guck mal hier, die brauchen Hilfe hier vorne. Die brauchen Hilfe und ich weiß Bescheid. Und wir springen nicht raus. Und jetzt drauf, oder? Ja. Schieß. Hält der Dude aus? Der hält echt wieder aus, Mann. So. So, jetzt haben die aber. Oh, ich glaube, die Geisel ist tot. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Komm, soll einer sein Ding mitnehmen? Du verdammter Sektenpenner. Geil, komm hier unten ins Boot. Komm hier. Ah. Hier. Oh, der will nicht. Der will nicht ins Boot, der will nicht mitfahren. Zack. Dann bleib liegen. Den anderen nehmen wir mit. Hast du alles gelootet hier in der Ecke? Ich denke schon, ja. Oh, hier war noch Raketenwerfermunition. Hier in diesen Körben ist auch was drin, das sieht man gar nicht. Ich muss aber sagen, grafisch ist das natürlich, guck mal hier, das ist das Zeichen dieser Sekte. Eden's, wie heißt die? Eden's Gate, ne? Die genau. Sekte von Joseph Seed. Dem absolut kranken Joseph. Willst du mal fahren? Kannst du auch mal gerne fahren hier. Es macht Spaß, ja. Macht deutlich Spaß hier. Also richtig geil. Also bisher gefällt es mir super. Vor allem, dass man jetzt auch die Storyline im kooperativen Spielmodus zocken kann und das mit so einer Grafik, also ich glaube, hier werden wir viel, viel Spaß haben und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Lasst uns wissen, gerne mit euren Daumen nach oben, es sind so viele Leute dabei. Bei YouTube meine ich das natürlich. Komm, gib Gas, Benny. Nimm wohin den wollen wir denn? Ja, zum Kennzeichen bei False End müssen wir hin. Also, ich überlege, ob wir halt rechts oder links rum müssen. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt mal so einen Blick auf die Karte wirft, können wir den Fluss entlang düsen. Ach, guck mal, wenn man hier so ranzoomt, ändert der auch... Nee, wir müssen hier nach... man sieht das nicht so gut, ne, auf der Karte. Nee, wo ist das Ziel? Das sieht doch, da unten. Ja, ganz unten ist das. Ja, also ja. Die Richtung stimmt. Ja, geradeaus. Einfach den Fluss entlang, immer weiter. Ja. Dann kommen wir irgendwann da an. Okay, wir machen heute eine kleine Bootsfahrt. Erreiche Falls End. Der Benny und ich hier unterwegs und unser Freund... wo ist unser Freund? Der ist vom Bord. Der ist vom Bord geflogen. Der hat es nicht geschafft, glaube ich. Was ist da nur los, Leute? Was ist da nur los? Unser guter Kollege... Oh! Hallo. Der Henbane River. Face Seeds Region. Die Fate. Face, das ist die Schwester. Guck mal hier. Überall so Zeichen auch am Hängen. Hey, ja, ja, die Brücke der Tränen. Das hört sich auch nicht so nett sympathisch an. Sollen wir vielleicht auch mal so eine Sekte aufmachen, Benny? Hier sind Flugzeuge, Mann. Boah. What? Lass es weiterfahren. Ich werde getroffen, glaube ich. Oh, ehrlich? Ja, die sind, glaube ich, oder. Nee, gar nicht. Oh, hier ist was. Oh. Warte, den holen wir weg, komm. Den holen wir weg. Ist das überhaupt gefährlich? Der ist doch nett. Nee, das sieht aus wie ein Händler, wenn der so ein Symbol hat, oder? Ja, der ist doch nice. Das ist ein freundlicher Typ, der ist ein Angler einfach. Können wir seinen Jetski klauen? Guck mal da vorne hier. Ein geiler Hallo, Jetski. Jo. Ey, du da. Alles gut? Verpiss dich besser. Ja, genau. Hä? Warum hat der Angst vor uns? Ey, das ist unsere Leiche ist wieder da. Ich hatte deswegen sich erschreckt. Ich werf dir mal lieber vom Bord. Hier, tschüss, Junge. Blub. Okay, lass mal rüberfahren, okay. Den Passanten klauen. Mal gucken, was der Angler da hatte, Alter. Guck mal, der hat so schöne Körbe. Vielleicht hat er ein paar Fische. Wir können uns einen schönen Abend, einen Grillabend machen. Ey, verpiss dich, hab ich gesagt. Ich hab gesagt, verpiss dich. Oh, wer schießt hier?
ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Natürlich. Also wir können gerne mal talken. Angeln bringt deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Und brauchen wir nicht dringend Frieden in diesen Zeiten? Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn, mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Cool, also mit dem können wir handeln. Händeln und Gretel. Gucken wir uns mal an, wie das abläuft. Waffenkleidung, cool. Ah, der hat richtig neue T-Shirts und so. Rayman. Das ist auch geil, das Shirt. Aber kostet viel zu viel. Ganz schön viel Kohle will er haben für so einen blöden Scheiß, ne? Ach, guck mal. Das haben wir schon freigespielt. Hier ganz unten haben wir also schon so Gold, wegen unserem Gold-Ding da. Gold Edition haben wir jetzt schon so ein paar Outfits freigespielt, Benny. Sehen aber ziemlich grün aus. Also ich finde die ziemlich kacke. Ich nehme die nicht. Lass den jetzt einfach erstmal so, wie er ist. Kann nachher aber noch viel verändern, scheinbar, ne? Ich glaube, du bist muted. Kann das sein? Ja, bin ich. Ich bin aber auch hier am Angeln. Hallo. Ja, ich habe gerade mal gesehen bei dem Stream. Das sind ganz coole Sachen. Ah, man kann auch einen Schnellverkauf machen. Silberbarren. Ah, okay. Das ist dann, wenn man Geld, echt Geld ausgeben will. Ne? Geil. Zeig mal, wie du da angelst. Mega, Alter. Hat aber noch nicht geklappt. Oh, wahre Fakten, Stierforelle. Tag für einen Angelausflug. Okay, die wusstest du, dass die Stierforelle eine sehr empfindliche Tierart ist, die in ihren Gewässern keinerlei Sedimente oder sonstige störende Umwelteinflüsse toleriert. Nur zur Info. Ich will auch mal angeln. Wo ist die Angelschwinge? Habe ich die jetzt eingesteckt? Nee. Hä? Doch, du hast sie geklaut, Mann. Du hast dem Angler deine Angel geklaut. Und jetzt... Der Benny. Vielleicht hat der Fisch sie mitgerissen. Sie war irgendwie weg. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, wenn ich die Angel verbatzt hab. Würde ich auch sagen. Verdammt, Junge. Wir werden noch eine finden. Keine Sorge. Komm hier ins Boot. Ja, keine Sorge. Komm, spring rein. Da drüben sind übrigens Gegner am anderen Ufer. Ja, sollen wir da mal rüberfahren, Leute? Seid ihr auch dafür? Ja, wir wollen ja einen Fisch fangen, aber der Benny, wisst ihr? Hier, ey. Was für eine. Dosen werfen können wir mit Tee übrigens. Ey. Ihr Penner. Okay, ich gehe von links. Oh, das sind viele, ne? Hier sind die überall. Oh, ich sehe sie. Oh Gott, ich gehe gleich drauf. Das war knapp. Oh, ich bin umzingelt. Kommst du dir? Ja, das ging ja noch. Es war ein bisschen überraschend, war gerade ein bisschen perplex. Ja, Benny bringt oh, die ist noch nicht vorbei. Geil, Schrotflinte wollen wir aus dem Board probieren. Stirb, du Bastard! Boah, wie viele sind das denn bitte? Hey, und ganz besonders beim Vater, Joseph. Wir hätten nicht herkommen sollen. Oh, cool. Oh, jetzt brennt hier alles. Das ist typisch Far Cry. Wenn die Buden abfackeln. Ist mir früher auch ständig passiert.
Dabei, aber nicht der Grill. Boah, wie krass es hier abbrennt, Alter. Ja, das ist geil mit dieser, wie heißt die? Dune Engine oder so, ne? Dunia oder Dunia, so? Dunia, genau, so heißt die. Komme ich irgendwie nicht rein, die Türe. Warum nicht? Nee, ich bin auch bisher nirgendwo reingekommen. Doch, unten kommt man rein. Da muss man nur gegenrennen übrigens dann. Ach, okay. Ja. Yeah! Oh, ich habe irgendwas platt gefahren. Entschuldigung. Ich habe das dumpfe Gefühl, irgendwer schießt hier, oder? Oder motzt hier. Oder auch nicht. Du, Ben, ich habe ein Auto für uns, aber wir fahren weiter mit dem Boot, oder? Ja, ich komme wieder runter. Okay, dann setz das Auto ins Wasser. Yeah! Haha! Das ist schon geil, da kann man natürlich auch Free-Roaming-Fun haben. Huch, oh oh. Oh oh. Nicht, dass das Auto jetzt unser Boot verschiebt und dann... Steh aufs Boot. Okay, ich geb Vollgas. Ja komm, mal so ganz kurz ein Auto ertränken, Leute. Muss doch mal drin sein für zwischendurch. Heute Abend wird es auf jeden Fall noch mehr Far Cry geben, also nicht wundern. Sollen wir da mal hin? Willst du mal fliegen? Aber wir müssen ja eigentlich auch da vorne nicht runter noch, ne? Fliegen wir da hin? Okay, wir fliegen da hin, Alter. Ja, noch 2000 Meter. Also oh, da ist einer im Gebüsch, oder? Was? Oh, das ist ein Tier, oder? Der kann auch sein. Ja, so ein... Kann man die jagen? Bestimmt. Markiert, ja. Das sind, oh, da ist Achtung! Oh, es hat mich eingestinkt! Stinktier, das ist ein Stinktier! Ich sehe grün! Boah, Alter. Stunkhaut habe ich bekommen. Boah, oh Gott. Oh, die Schrotflinte ist natürlich auch geil eigentlich, ne? Aber die ist jetzt, glaube ich, nicht so empfehlenswert im Moment. Kommst du rein irgendwie? Erkaufen, verkaufen. Die sind Händler, oder was? Hä? Kannst du Munition ausfüllen und so. Ja, cool. Ist so in dem Regal, oder was? Keine Ahnung. Vielleicht redet der da durch die Tür mit uns, oder was? So, wann hört das denn endlich auf hier mit dem vergifteten Grün? Ah, jetzt. Okay, Robin, dankeschön! Er muss noch so viel nachschauen. Ja, ist ja gar kein Problem, wenn ihr irgendwie eingestiegen seid. Ihr könnt das Video ja im Nachhinein auch noch alles schauen. Also gar kein Thema, Aufzeichnung ist am Start, dauert immer ein bisschen. Und Scream, auch an dich ein herzliches Dankeschön natürlich. Soweit ich weiß, gibt es auch Friendly Fire. Okay, jetzt komm rein. Ach, ich sitze jetzt vorne, toll. Ja, super. Da blamiert sich der Benny. Leute, seid ihr bereit für den ersten Flug in Far Cry 5? Boah, ich freue mich. Und, wie ist das Fluggefühl so, Benny? Hm? Ja, Junge. Ah, okay, so. Kann man irgendwie die Ansicht wechseln? Nee, ne? Hey, das ist doch mega. Das macht voll Spaß, finde ich. Ich finde es richtig geil. Boah. Alter, du bist aber nicht der beste Pilot, muss ich öfters so im Raum werden? Ich hab ein bisschen Angst. Du fliegst ja unruhig, sag ich mal. Oh, die Landschaft. Alter, das sieht ja aus wie echt fast, ey. Guck dir das mal an, guck mal nach links. Geil. Mega. Und rechts auch. Und. Na gut, deine Haare kannst du mir sparen. Bennys Charakter auch lustig. Hey, Oh, da hinten brennt's, hast du gesehen? Wir müssen ja gleich auch landen, ne? Ja, da haben wir ein bisschen, ist ziemlich weit weg, da kann man ein bisschen die Welt hier... Boah, Alter, guck mal, da brennt irgendwas nieder, da unten rechts. Und links auch, überall brennt es irgendwie. Heiliger. Und es steht Yes in den Bergen. Wo denn? Rechts? So wie Hollywood. Kannst du irgendwie nicht sehen, wegen dem Flügel. Mach mal zum Kommando, dass der Flügel hoch geht rechts. Ja, da steht Yes, tatsächlich. Say Yes. Der hat ja auch hier so eine riesen Statue sich gebaut, der Joseph, ja? Der Vater dieses Kultes, dieser Sekte. Ja, für Konsolen gibt es Far Cry natürlich auch. Die zwei Touristinnen unterwegs. Warum Jerry Touristinnen? Oh, wir werden... Irgendwas hat uns gesehen. Ja, ich hab's oder? Auch. Ja, aber das waren, glaube ich, nur die von unten. Sei vorsichtig, wir müssen hier runter. Warte, oh, oh. Die Sekte hat die ganze Stadt unter Kontrolle. Du musst Mary und Jerome retten. Und dann tritt den Peckys ordentlich in die Eier. Dutch out. Benny, ich bin dafür, dass du eine Landung machst jetzt mal eine Runde. Ja, aber es ist ja ein Wasserflugzeug, ne? Oh.
Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Dann viel Glück bei der Landung. Also wir sollten nicht in der Nähe. Rechts und links, ja. Ja, aber auch nicht zu weit weg, ne? Ja, hier. Ich will nicht so lange laufen. Das ist meine armen Füße, ne? Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen, Leute? Oh Gott, ich bin so gespannt. Ich bin jetzt still. Benny, du machst das schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh ja, ja, nein, 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 was machst du, was machst du? Bro, wer ist das da vorne? Scheiße, Benny. Wie halt ich an? Irgendwie stehen bleiben. Irgendwie musst du stehen bleiben können, Alter. Das geht nicht gut, was du hier machst. Bleib stehen, Mann. Oh Gott, unter der Brücke. Leute. Oh Mann, oh Mann. Hey, ich habe jetzt alle Tasten durch. Das kann doch nicht sein. Kannst du mal kurz nachgucken? Theoretisch. Pausierst du jetzt nicht auch? Nee. Okay. Du musst eine Taste zum Bremsen geben. Tastatur und Maus, oh Gott. Das ist ein Flugzeug. Vorne neigen, beschleunigen, abbremsen, C. C, okay. Gut, ich habe noch schnell im Handbuch des Flugzeugs geschaut. Ja. Danke, Mann. Warum kein Fallschirmsprung? Geht das auch, oder was? Können wir im Fall... Wir haben keinen Fallschirm, oder? Ich glaube, wir haben keinen Fallschirm. Okay, Benny, jetzt bist du gefragt. Lande nochmal auf dem See. Lass lieber sein mit Fallschirmsprung. Gönnen wir uns auch noch, Leute. In einem der nächsten Streams, wenn ihr davon keinen verpassen wollt, jetzt kostenlos abonnieren. Einfach völlig kostenlos abonnieren. Oder bei Twitch einfach follow und subscriben. Geht da eh noch nicht. Aber kommt bestimmt auch bald. Bei YouTube könnt ihr uns allerdings auch unterstützen. Vielen Dank an alle Supporter und die Donatoren hier. Boah, Alter. Jo. Okay. Jo. Ich bin begeistert, Benny. Dann steigen wir einfach mal aus, oder? Ich würde sagen, ja. Das geht bei dir. Oh, ist ein Rückwärtsgang irgendwie. Ja, okay. Ups. Flupp. Sollen wir da jetzt da vorne mal vorbeischauen oder direkt zu Falls End? Weil da vorne war auch so ein schön... Egal. Das ist auch nur ein Boot. Komm, scheiß drauf. Gehen wir mal Richtung Falls End. Nicht ganz so eine sanfte Landung wie beim ersten Mal, soll ich dir sagen. Haben die Leute gerade bei Twitch geschrieben. Ja, aber es ging ja trotzdem ohne Schaden zu bekommen. Also ist sehr dankbar das Spiel beim Landen, würde ich sagen. Sehr gut, dann fliegst du jetzt immer. Schwer. Oh, was ist denn da für ein Tier? Hä? Ist ja geil. Gibt's Wölfe. Wölfe. Oh, boah, da würde sich der Dennis freuen. Auto. Du Scheiße. Patrouillieren hier auch überall. Mhm. Vorsicht, Stacheldraht, ne? Mach dir nicht die Finger kaputt, ja. Benny. Ein Muskelshirt hat er an, ne? So ein richtiger harter Typ, der Benny geworden. Mhm. Seitdem der hier in Montana ist. Wir beide sind halt irgendwelche Leute. Was bist du eigentlich für ein Typ dann? Wir sind beide ja auch irgendwelche Deputy-Cops, ne? Ja, ich hatte keinen Bock mehr hier auf diese Sekte. Ah, du bist einer, der war mal bei der Sekte. Okay, okay. Ja, nee, ich wohne hier nur. Okay, in Montana. Du gehörst zum Widerstand. Ah, du gehörst zum Widerstand. Kommt mir sehr gelegen, dass du jetzt hier aufräumst. Okay, ich verstehe. Und ich bin halt der Polizist, ne? Genau. Okay, kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Guck mal, sollen wir in den Turm hochgehen? Benny heißt du, ne? Wäre geil, ja. Wenn man das Roleplay spielen würde, ey. Oh, Vorsicht, da sind welche. Die haben mich fast gesehen. Okay, ich gehe auf den linken. Warte mal, ich weiß nicht, wie viele das sind. Das sind nur zwei, ne? Zwei. Ja, ja, okay. Eins, zwei, go. Ja, Mann, wir haben sie mal gerettet. Nein, bleib doch hier. Bleib doch stehen, Junge. Bleib stehen. Ich bin ganz nett zu dir. Ja, du wirst es gleich noch merken. Der ist nur ein bisschen verschreckt. Der muss sich jetzt mal an uns gewöhnen. Geh mal zu dem anderen und sag dem mal, hey. Junge, alles gut. Hey, Mann. Was war das? John trägt immer einen Schlüssel um den Hals. Er nennt ihn den Schlüssel zum Paradies. Ich will gar nicht wissen, was er öffnet. Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Boah, du bist ja verrückt, Fabi! Wie okay. Immer geiler Stream! Und nochmal Grüße an die Jeffcourt Crew!
Alinchen, Chris, Charlie, Nina, Lukas, Pino, Rossi, Lucy, Jan und Jerry. Das ist ja verrückt. Oh, der Benny hat mal kurz einen Prozess gemacht. Und jetzt rennt er wieder weg. Junge. Und was eigentlich, was haben die hier mit den... Alter, was haben die hier gemacht? Mit den Kühen, guckt sie euch an. Können wir die nicht auseinandernehmen? Oh, der Bär geht. Hab ich da reingeschnitten. Früher war doch immer nur die Schnetzel-Animation bei Far Cry, oder Benny? Schnetzel-Animation? Ja, wo der das Vieh immer dann auseinandergenommen hat. Boah, es sieht so geil aus. Nicht richtig. Da hinten ist einer mit dem Flammenwerfer. Fabi, echt danke, danke schön für diese großzügige Spende. Ist echt lieb. Bist du bei mir? Eigentlich. Jo. Oh, geil. Na? Na? Kannst du aufsteigen? Ja, nimm ich doch mit. Soll ich nie nein. Geil. Weil es ja ein bisschen wie so ein kaputtes CD-ROM. Komm, wir fahren zum Flammenwerfer-Typen. Bam, 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 bam. Okay, machen wir den fertig. Okay, 1, 2, 3, Absprung. Boah. Der hat sich beinahe gegrillt, Mann. Hat er. Der brennt. Der Tank brennt. Oh, das Feld brennt. Alter, ich brenne. Scheiße, Mann. Ich habe auch gebrannt. Boah, der hat Boah, da brennt alles jetzt ab hier. Boah, was ist das? Scheiße, Mann. Der Stier rastet aus. Der Bulle. Alter, wie geil. Boah, super interaktiv gemacht. Super nice. Gefällt mir richtig gut. Boah, der hat den umgenietet. Vorsicht, Vorsicht. Oh, jetzt ist er auch da und der Arme. Okay, den Fahrer habe ich. Ich muss mich verbinden. Alle down. Neues Fahrzeug. Neues Fahrzeug. Kommt noch mehr, kommt noch mehr. Einer noch. Schön weggeholt. Ja, noch ein paar Dollar in der Tasche, der Penner. Ganz cool hier zusammen in der Open World. Hat ein bisschen so GTA-Feeling. Ja, volle Möhre, ne? Finde ich sogar. Es ist richtig geil. Vor allem auch damit, weil man sich jetzt halt komplett frei entscheiden kann, was man macht, wo man hingeht und so. Wir können auch hier in so einem Teich baden einfach mal zum Beispiel. Ja. Und sagen, yo, scheiß aufs Leben. Weil das sind geile, geile Trucks, die wir haben. Ja, und das ist, wie gesagt, ihr Zeichen. Oh, da kommt noch, wir kriegen, glaube ich, Besuch. Hörst du es? Ja. Sollen wir weiterfahren einfach? Ja, nehmen wir ein Auto, unser Quad ist verbrannt. Ja, okay. So, jetzt mal zu der City, oder? Ja, auf nach Falls End, Leute. Da geht's in 10, Mann. Schön, dass ihr dabei seid. Yo, Benny, bist du bereit? Wow. Ja. Wow. Alter, was machst du? Boah, boah, zum Glück ist es ein Geländewagen. Zum Glück war es relativ flach und nicht zu tief, das Wasser. Das wäre mir offen. Boah, du fährst da rein wie ein Irrer. Alter, das ist es. Okay. Steigen wir aus, ja, oder? Ja, ist mir, ja. Okay. Boah, links kommen sie. Oh, ja. Hinter den Grabstein. Genau. Ah, andere Richtung. Wärst du zur Kapelle? Bin ich dabei. Hm, wir brauchen irgendwie die Kombi. Muss doch irgendwo auftauchen und sein. Lad mal nach. Hm. Warte mal kurz, wer ist denn das hier? Ach, guck mal. Das ist unser Hauptziel. Wenn ich das richtig sehe. Hey, du hast die Ehre. Warte mal, ich guck mich hier nochmal um. Ich zünd noch eine Kerze für uns an. Oh, ich hab hier ist ein Raketenwerfer. Da kannst du ihn umnieten. Sollen wir? Okay. Nee, da ist ein Opfer auch noch, den ich befreien muss. Oh, Mist. Also es geht. Ich muss den dahinter eliminieren mit einem guten Shot. Headshot tot. Headshot tot. Rechts sind auch noch welche. Die kommen jetzt. Okay, ich muss rein. Ist zu unsicher. Ich muss die Geisel befreien irgendwie. Komm hier mal. Boah. Der ist frei. Ich muss jetzt mal reinkommen. Was macht der da für ein Heinzi? Mach sie weg, Benny. Bin fast down. Bin down. Boah. Was zur Hölle hier?
Danke, Mann. Gerne, Junge. Kack mir ja bloß nicht ab. Ein parfümierter Brief. Wer es lesen will, drückt den Pause. Oh, Alter. Was macht der denn? Der hat sich die... Der Typ hat sich den Raketenwerfer gekrallt, Mann. Oh, du kriegst ganz schön was ab da vorne. Die Sonne ist so gleißend, man sieht sie kaum. Okay, der ist platt. Kann nicht sein, dass der noch lebt. Boah, es sind viele jetzt hier. In der Kirche. In Deckung, Benny. In Deckung. Der Pilot ist ein Auserwählter. Einer der besten Soldaten der Sekte. Wenn wir das Flugzeug nicht runterholen, sind wir erledigt. Okay, Raketenwerfer-Time. Ja, jetzt hat der Typ sich den Raketenwerfer gesnackt. Hier unser Kollege. Oh, fuck, Frau Muni. Okay, vorne rüber. Okay. Da ist der Flieger. Wir müssen hier rüber. Heilige Scheiße, kommen wir rein? Ja, kommen wir. Hier ist ein Raketenwerfer, hier ist irgendwas gewesen. Hier. Ich hab... Einmal kurz in die Kasse gegriffen. Erntebefehl. Der Kollaps hat begonnen. Okay, wir müssen nach da oben. Sollen wir die auch nochmal was suchen gerade, was besser ist? Hier ist eine MG, glaube ich. Oh, geil. Okay, dann lass uns den Typen jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wo ist er? Gott. Schön. Wo schießen die noch auf uns? Boah, ich werd getroffen. Ja, aber von wo? Geh mal runter gerade. Bin tot. Warum? Wer? Und wo? Steh wieder auf. Aber geh jetzt mal in Deckung nach unten. Ja, mach ich. Zieh mal den Kopf ein. Geh runter. Wieder. Alle gehen auf mich. Oh. Ja, da schießen Sniper. Ah, da hinten. Sehen. Ja. Ich hab leider nur eine Pisto. Der trifft mich leider, wenn ich knie. Bin schon wieder da. Ich hab ihn getötet. Alter, Benny. Geh, ich bin da. Geh auf. Geh auf, Junge. Danke, Mann. Okay, du benutzt das Maschinengewehr. Da vorne ist noch eine Geisel auf der Straße. Die hat nichts mehr viel zu melden. Okay. Okay, das war mal schlecht. Scheiße. Oh, der kommt ja so auf mich zugeflogen, der weg. Oh, nice! Hä? Bam! Ist der mit dem. Was? Ja, geil. Wir haben's geschafft, Benny, Mann! Yo, du hast die Ehre! Guck mal, jetzt können die Leute wieder in Frieden leben. Live in peace, Junge. Er wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Etwas Hilfe? Willst du dir den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Scheiße. Du. Sorry, hab ich nicht gemerkt. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Ich dachte, Eden's Gate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Diese Stadt hat viel durchgemacht, Deputy. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren.
Was sagst du? Mary wird dich hier gut verstecken. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Jo, Gemeinde befreit. Falls End ist das Herz dieses gesamten Tals. Wenn du es befreist, ist das schon die halbe Miete im Kampf gegen diese verfluchte Sekte. Ich kenne Mary und Jerome schon seit einer halben Ewigkeit. Gute, ehrliche Menschen. Die lassen dich nicht im Stich. Das sind richtig nette Leute, Benny, ne? Ja, finde ich auch. Guck mal, macht die jetzt bei uns mit? Ja, ja, wenn du die anheuerst. Nee, hab ich nicht. Habe ich mir gespart, die Kohle. Oder kostet Kohle überhaupt? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier ist noch der Hund. Man kann auch einen Hund irgendwie. Ach, guck mal hier. Oh, kleiner, ja. Ach, guck mal an. Ich finde es richtig geil, das Game. Auf jeden Fall. Es macht echt Bock. So. Hatten jetzt ein paar Leute Fragen zum Koop-Modus. Also, soweit wir wissen, ist es so, also nach dem Tutorial kann man das komplette Spiel zusammen durchzocken. Allerdings wird der Fortschritt nur bei dem Host gespeichert. Ja, also in dem Fall jetzt speichert der Story-Fortschritt nur beim Spielstand vom Saraza. Kriegt nur so ein paar Boni für mein eigenes Spiel. Ja, und muss dann aber quasi da weiterspielen, wo ich jetzt zuletzt alleine gespielt habe. Ja, man hat ja auch, fürs Let's Play ist das natürlich optimal so eigentlich, ne? Genau, ja, da ist das super, weil dann kann ich nämlich auch mal mitzocken und mal nicht so, oder auch andere. Man kann ja bis zu 6 Leuten scheinbar dann in einer Gruppe sein. Ja, voll geil, ey. Ganz flexibel, dann das Spiel zusammen durchzocken. Weißt du, wenn der Benny gerade über Funk dann nur erreichbar ist und eine andere Mission macht, zum Beispiel? Genau. Gucken wir uns hier mal genauer, was man hier noch so in der Stadt machen kann. Ich renne hier mit so einem Raketenwerfer rum, irgendwie komisch, mit dem aus der Hand. Geht denn hier? Auch erkaufen, verkaufen können wir jetzt. Ach, guck mal, hier ist Werkstatt. Geil, hier kann man richtig die Karren und Alter, nice. Ich zeig das mal ganz kurz. Was es da für Fahrzeuge gibt, so. Auch nicht schlecht, ne? Hier gibt es noch Gegenstände, Verbrauchsartikel. Wurfgeschoss und so, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen. Beute verkaufen, kannst auch Schnellverkauf machen. Ich weiß nicht, braucht man hier die Schwarzbärenhaut fürs Crafting? Ja, ne? 1 von 5. Die verkauft der, glaube ich, auch. Vögel, Adler. Adler leben gerne am Wasser, denn dort gibt es die meiste Nahrung und kaum Menschen. Ja, ich glaube, das können wir verkaufen, oder? Aber ich will nicht alles verkaufen. Vielleicht könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Mehr Autos gibt es sogar zu kaufen und noch mehr Silberbarren. Das ist so, wenn man echtes Geld ausgeben will. Ich zeig das auch mal ganz kurz hier. Ja? Für alle Leute. Und fülle deine Munition auf. 260. Also muss schon Dollar finden, Benny, ne? Ein paar? Ja, scheinbar schon. Okay. Kriegt man aber auch ab und zu. Ich lasse das jetzt aber mit Munition auffüllen. Das ist mir noch nicht wert. Ich bin knauserig mit der Kohle, weißt du? Schade, ist immer noch verschlossen. Wir brauchen dieses Schlüssel. Das ist der Erntebefehl mit dem Kollaps. Aber das ist dann eher für die Leute, die das Video nachher schauen. Angeln. Ja, angeln müssen wir auch noch. Hat der Benny ja gemacht. Der hat sich aber die Angelrute. Oh, hier liegt Pizza, Benny, falls du willst. Die Notiz des Mechanikers. Wir stellen die Arbeit ein. Keine Reparaturen mehr. Nicht mal mehr Ölwechsel. Das tut mir aber leid. Hier ist vielleicht noch eine Kiste mit Muni. Ich glaube, ich kann hier ist wieder ein Safe. Aber ja, ja, da fehlt uns. Muss man dafür einen Skill lernen oder nicht, so? Ich weiß es nicht. Oder den Schlüssel finden, denke ich, ne? Ich zeig mal gerade auf der Karte, wo wir überhaupt sind. Das ist False End und das haben wir jetzt hier. Was? Ach, man kann auch schon einen Skillpunkt vergeben, glaube ich. Kannst du mal gucken gleich. Oh, Vorteile, ne? Genau. So, dann sollten wir natürlich ein bisschen gucken. Was machen wir? Fallschirm? Ach, da hat man den Fallschirm dann aktiviert. Ist natürlich geil. Sollten wir mal erwerben, oder? Könnte noch praktisch sein, ja. Ja. Oh, der Kletterhaken, den brauchen wir bestimmt auch. Und vielleicht gibt es hier... Oh, Wingsuit gibt es danach noch. Cool. Boah, 4 Punkte. Ein menschlicher Fisch? Kannst du besser schwimmen? Du schwimmst schneller und kannst länger unter Wasser die Luft anhalten. Vielleicht besser, ne? Auch cool, ja. Oder Autos sabotieren, auch cool. Da kannst du Kletterhaken, in die Luft jagen. Kletterhaken auch nicht schlecht. Den brauchen wir bestimmt auch noch. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal das mit dem Schwimmen.
Den Kletterhaken nehmen wir ja auch noch alles. Wir kriegen ja jetzt noch Skillpoints zusammen ganz schnell. Deswegen keine Sorge. Aber ich habe jetzt mal das mit dem Schwimmen genommen, weil das hat mich so verwundert, als wir da getaucht sind, wie kurz der nur die Luft anhalten kann auch und so. Deswegen, das wollte ich mal checken. Hey. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese du warst draußen bei Larry Parker? Der Typ ist irre. Als ich das letzte Mal dort war, meinte er, er würde ein Kraftfeld bauen, um die Invasoren abzuwehren. Ein Kraftfeld bauen, um die Invasoren abzuwehren. Okay, das war der gute Jerry. Alter, jetzt können wir theoretisch aus dem Ort wieder los. Komm, ich bring mal hier in die Karre. Ich zeig dir einfach mal. Wow. Kannst du dich natürlich auch stundenlang mit einem Kram beschäftigen, ne? Auf jeden Fall, ja. Hab jetzt nichts gefunden bei den Skills. Ja. Hey! Wow, safe öffnen. Cooles Auto, Mann. Spring doch mal rein, Junge. Jo! Was machen wir denn jetzt? Yeah, der ist geil. Guck mal auf die Karte. Ja, ich fahr mal ein bisschen gerade. Ein ausgerüstetes Wurfgeschoss einsetzen. Irgendwie hat der aber irgendwie einen Link-Rechts-Drall, der war. Wegpunkt setzen. Siehst du das jetzt? Ja. Guck mal, das ist direkt in der Nähe, da können wir noch vorbeidüsen. Und hier ist auch noch ein Silo. Fahren wir erstmal dahin. Okay, dann düsen wir da mal rüber, Freunde. Vollgas! Ja, warte mal du. Mit der Handbremse hier. Gehört sich für so ein Massaker. Geile Mucke auch, ne? Wenn ich halt nicht fest, Junge. Doch, das müssen wir in die Luft jagen. Okay, komm mal. Das dürfte reichen. Na, dann machen wir das doch mal. Okay, weiter geht's. Lass mal kurz mal gucken, ob wir da irgendwann noch was rumliegt. Hier ist voll, hier kannst du was plündern, ich bin voll. Hab das, oh, Alter. Ja, auch. Guck mal, da ist wieder so ein Stier oder sowas. Ist der da mit dem Hund zugange? Ich höre auch einen Hund. Ey, tut mir leid. Es tut mir leid. Da werden jetzt die PETA-Aktivisten wieder. Boah, wo ist denn der hingeflogen? War ein physikalischer Game-Test, Leute. Wo ist denn der Stier? Oh, da kommt ein Jeep. Achtung. Ja, die sollen mal kommen. Da hinten ist jemand mit einem Hund. Die sollen mal kommen. Sollen wir die wegschämen? Ich weiß nicht. Hier mit dem Hund oder... Ah, die ist böse. Das mit dem Hund ist gefährlich, glaube ich, was du gerade machst. Dann rennst du den anderen? Man muss schon treffen, ne? Du schießt die ganze Zeit daneben. Ah, nee. Nee, jetzt habe ich. Verdammt. Tschüss, Leute. Heiliger. Die legen sich so schnell nicht wieder mit uns an. Daumen nach oben. Nee. Mörder, schreiben die Leute hier in den Chat. Mörder, schreiben sie, weil ich hier diese Tiere getötet habe. Wie sieht's denn bei denen aus hier? Auch nicht mehr gut. Die Reparatur dauert wohl erst länger. Juhu. Geil. Ob der besser ist? Boah, der hat einen guten Durchschlag, ne? Oh, hier brennt wieder alles ab. Shit. Na gut, ich nehme mal die Waffe. Was ist denn da noch eigentlich? Ich kann es mir nicht mehr anschauen, genau. Hier ist süße Steine. Okay, Benny, wo geht's jetzt lang? Wo ist zurück zum Auto. Ja, einmal zurückkehren. Zu unserem wunderbaren Vehikel, Fahrzeuge noch in Nöcher. Und wir haben ja das Coolste rausgesucht. Ein richtig schönes Muscle Car. Mörder! So geht die schnelle Art, sich ein Steak zu braten. Ja, genau so ist es. Oh, guck mal da vorne, ein Vogel auch, Leute, ey. Hier kann man schon mega viel entdecken, auch Benny, ne? Ja, das ist cool. Oh, Benny am Steuer, jetzt müssen wir uns wieder festhalten. Beim Larry jetzt abgeht. Yeah, ich mag die Mucke voll. Finde ich cool. Sehr geil. Oh, was macht der denn da? Bin ich schon da? Ja, hier rechts ist es. Oh. Ja, so geht's auch. Oh, unser schönes Massaker. Abstand. So, hier greifen wir an. Okay, ich habe nur eine Knarre, ne? Denk dran. Obwohl, ich kann ja hier so den machen. Das ist ja genau das richtige Werkzeug dafür. Ciao! Oh, ich habe keine Muni mehr, verdammt. Oh Gott.
Oh, das war knapp, Alter. Ich habe keine Medikit. Ich auch nicht mehr. Oh, das wird eng. Warte mal gerade, ich muss ein bisschen Luft holen. Boah, getroffen. Ja, deswegen. Ist auch weg. Was? Ich wollte schon sagen, es ist aus dem Auto gefallen. Ich habe ihn getötet. Boah, die schlägt gut durch, die Revolver. Ich brauche mal hier eine Waffe von denen. Kommt was? Kommt was? Oh, das war vielleicht ein Zivilist. Okay. Ja, ja, die greifen uns nicht an. Weiß man nicht. Die Leute aus Oregon müssen einiges gewöhnt sein. Ich nehme jetzt mal die Schrot. Schon sehr geil. Hey. What the fuck? Was geht da ab? Da haben sie mir ja was Schönes eingebrockt. Larry Parker ist das. Denkt wohl, er wäre Tesla. Wir müssen uns wohl abschalten, ne? Hier sind auf jeden Fall ein paar Solarzellen. Kabel führen nach hier vorne auch. Hier. Ah, hier ist auch noch ein Generator scheinbar. Habe ich den jetzt abgeschaltet? Nee, hä? Okay. Doch, ich habe meinen abgeschaltet hier ein. Den hast du eigentlich auch abgeschaltet, oder? Geht da noch mehr Strom irgendwo aneinander über? Moment mal kurz. Hier ist ein Schalter noch. Jetzt, ich hab's. Jo! Wir haben Larry befreit. Er hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple Top Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Okay, Mann. Die Reise des Helden. Oh, das ist aber weit, weit. Den Purple Top Sendemaster wieder abschalten, Benny. Der ist ganz schön durch den Wind, der gute Bursche, oder? Ist hier noch irgendwas anderes, was wir mitnehmen können? Ja, hier gibt's was zu plündern. Wir haben auch Nitro. Oh, ich hätte so gerne wieder einen Bogen. Muss ich mir mal wieder organisieren irgendwie. Der war geil. Ich frage mich, wann wir den zweiten Waffenslot freischalten, weil ein zweites Waffenholz, da wäre natürlich echt mal angesagt langsam. Ah, es war schon geil. Hat richtig Bock gemacht. Immer noch keinen Schlüssel gefunden. Das kann doch nicht sein. Für den Safe? Alter, hier gibt's ein Far Cry Arcade. Geil, ja, Far Cry Arcade, da kommen wir auch noch zu, Leute. Lasst euch da mal überraschen. Das zeigen wir jetzt nicht, das zeigen wir nochmal im anderen Stream. Da können wir mich jetzt Karten bauen, auch für unsere Freunde, die dann spielen oder ihr uns und so. Dr. Parker, hier ist Daniel McCoy von der NASA. Als erstes möchte ich anmerken, dass wir so etwas normalerweise nicht machen. Aber angesichts des bizarren Inhalts und der Frequenz Ihrer Anrufe und E-Mails melde ich mich direkt, damit Sie sich nicht mehr dauernd nach Neuigkeiten zur Lage auf dem Mars erkundigen. Seitdem Sie uns auf die Mikrowellenanomalie aufmerksam gemacht haben, konnten wir Ressourcen freimachen, um die Lage zu beobachten. Der Mars ist aber stabil und steht nicht kurz vor der Explosion. Falls sich das ändert, verspreche ich mich zu melden. Vielen Dank und schönen Tag noch. Okay, bisschen durchgeknallt alles. Ja, hat auch viel Pizza gegessen. Ja, echt Psycho, ey. Zum Glück wurden hier nur Zitronen geschnitten. Leute, ich würde sagen, Benny, sollen wir hier mal eine kleine Pause einlegen? Ja, würde ganz gut passen. Ne? Ist doch ein ganz guter Punkt. Denn es wird weitergehen natürlich mit Far Cry und das schon heute Abend. Wenn ihr jetzt die Aufzeichnung von diesem Stream, also das Video seht, dann ist das wahrscheinlich alles schon längst da. Deswegen schaut in der Playlist vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt, den Kanal völlig kostenlos abonnieren oder eben bei Twitch followen.
und haut mal einen Daumen raus. Das wäre auch super für euren Support. Und wie gesagt, Glocke aktivieren auch gerne. Dann wisst ihr genau Bescheid, wenn es gleich weitergeht. Ich denke, in einer Stunde, vielleicht zwei Stunden wird es weitergehen. Ihr seht das dann bei YouTube. Dann zocken der Benny und ich noch eine fette Runde Far Cry. Einfach mal im Notfall in der Playlist vorbeischauen und so weiter. Und wir sind natürlich wieder online bei Twitch und bei YouTube. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Daumen. Vielen Dank für den Striker, muss ich auch noch bedanken. Der hat eben auch noch gespendet. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele vergessen. Danke auf jeden Fall. Und keine Sorge, es geht gleich weiter. In einer Stunde oder anderthalb geht's auf jeden Fall weiter. Und dann wird unser Abenteuer hier in Far Cry in Montana fortgesetzt. Ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid und wir sehen uns dann gleich wieder. Wird geil. Bis nachher. Ciao.